Also ja, ihm könnte ich die bessere Waffe in die Hand drücken, auf jeden Fall mal. Mehr Genauigkeit und mehr Schaden pro Sekunde. Parierend. Plus 10 parieren. Das könnte sie gut gebrauchen, weil sie hat kein Schild zum Blocken. Obwohl parieren. Ne, lassen wir das mal bei ihr. Und jetzt den Wurfspieß vergleichen. Hast du plus 4 Genauigkeit und plus 6? Ich kriege aber plus 5 Genauigkeit nochmal hinzu. Das macht den auf jeden Fall besser als meinen aktuellen Wurfspeer. So. Gut, sie hat ihre Wunde durch den Stufenaufstieg verloren. I got it. Insekten fliegen herum und landen auf ein paar Stücken faulen Gemüses inmitten der Feldfrüchte. So, das heißt, ich kann mich jetzt auf den Rückweg machen. Das heißt, ich muss hier die Nachhut der Wendrienwache noch wieder ausschalten. Das sind garantiert wieder eine Ehrenwache und ein Bogenschütze, okay. Bogenschütze und Bogenschütze. Okay, das ist jetzt nicht so die Härte. Didn't see nothing. So. Das heißt, wie immer dasselbe. Buffen. Was bringst du eigentlich nochmal? Rüstung pro getragenem Rüstungsteil von und Rüstungsangriffsdurchdringung. Okay. Gut. Und dann würde ich sagen, greifen wir die Wendrienwache erst einmal an, weil die am härtesten ist. Raven Ash protects. So, die ist weg. Gut. Okay. Du heilst sie mal. Du haust ihn. I got it. Come and face my iron. Und dann geben wir volle Breitseite. Du stichst hier zu. Oh, du bist schwer verwundet. Das heißt, du geh mal näher ran und heil sie mal. Ordentlich. Jo. Dann einen Federkielwurf. Du nimmst die Attacke, du nimmst die Attacke. Oh, und sie ist immer noch schwer verletzt. Also. Okay. Drei Wunden. Aber gleich bist du tot. So. Jetzt zurück zu Falschhinker. Oh, da droppt doch einer jemand etwas. Ein Wendrienbogen. Ein Wendrienbogen. Stufenvolk Steifbogen.
Ne, mit den beiden will ich es nicht vergleichen. Also wechsel mal bitte die Waffe. Weniger SPS, weniger Erholung, mehr Reichweite und Rüstungsdurchdringung. Aber auf jeden Fall ungenauer. Gut, kann man nichts machen. Wir wollen jetzt zu Falschinka zurück. Du hast ihn getötet. Er knirscht mit den Zähnen und starrt dich an. Bist du beknackt? Fünf Auge sagte, wir können außer Florian alle töten. Die Alternative war ein Treffen mit Nerads Stimmen. Man kann ihm mal so kaum etwas vorwerfen. Ich gab mein Bestes, aber er schien den Chor nicht sonderlich zu mögen. Nehmen wir das untere. Du aufgeblasener kleiner Scheißer. Glaubst du, das wäre zum Lachen? Er greift aufgebracht nach seinem Schwert, zögert aber, als er das von deinen Waffentropfende Blut sieht. Falschinka seufzt. Naja, es spielt keine Rolle mehr. Ich werde Nerads Stimmen per se von dieser unglücklichen Wendung der Ereignisse berichten müssen. Hoffentlich kann ich mir mein eigenes Gesicht damit retten, dass ich diese Wildnis von lästigen Rebellen gesäubert habe. Und jetzt verschwinde von hier. Musst du nicht andere Schicksale zusammenbinden oder sowas? Hm? Jo. Quest abgeschlossen. Hat uns noch was zu sagen? Schicksalsbitte, dir habe ich nichts mehr zu sagen. Lass mich fürs Erste in Ruhe. So, Tagebuch. Ja, Eroberung des äußeren Tals. Du hast alle Rebellen getötet, die sich im Fangnessel-Wildnis versteckt haben. Kehre zu Falschinka zurück. Du hast dich um die Windrien-Wache gekümmert, ja. So, von hier aus kann ich erstmal zurück ins Lager des Scharlachroten Kurs reisen. Dauert 6 Stunden. Und kann da dort, glaube ich, von dem Dorf berichten. Um noch mehr Erfahrungspunkte abzugreifen. Weil scheinbar tut eine abgeschlossene Quest meine Fähigkeiten steigern, also meine Primärfähigkeiten. Oder es gibt einfach... So, Lager des Scharlachroten Kurs. Ja, gucken wir mal ins Tagebuch. Ja, genau, Totenglocke. Und da muss ich noch nach der Eisenlieferung suchen und die zum Schmied bringen. Mhm. Ja, Fünftauge. Was war das jetzt für ein Mist mit dem Lager? Fünftauge, der Kommandant der örtlichen Truppen des Scharlachroten Kurs, betrachtet sein Lager, während er die mannigfaltige Gewalt und die Orgien um sich herum stehen betrachtet. Nickt er dir leicht zu, als er dich herankommen sieht? War sonst noch was? Was ist deine Rolle im Chor? Zwar bleibt der gesamte Chor loyal zu Nerads Stimmen, ich aber bin wahrlich der Ergebenste von allem. Seine Stimme wird wehmütig. Nur so ergeben von all seinen vielen Kriegern. Er ist ein Purpurspeer und somit Teil des inneren Rings des Archonten. Dutzende der stärksten Bandchefs unterstehen ihm direkt und von ihm aus finden die Befehle langsam ihren Weg zum Rest der Armee. Ich bin der Dienstmann und ergebene Diener der Archonten. Ich bin seine Augen und Ohren, aber auch sein Mund. Wenn er nicht anwesend ist, spreche ich mit seiner Autorität. Er wirbelt den Flügelspeer in seiner Hand herum. Und wenn das Gesindel in die Schlacht geführt wird, bin ich sein Schwert. Hast du um diese Ehre gebeten? Gut, dass du deine Ergebenheit zweimal erwähnt hast. Jetzt bin ich wirklich überzeugt. Sind alle Purpurspeere so merkwürdig wie du? Wann wurdest du im Chor vereidigt? Hast du um diese Ehre gebeten? Das wusste ich gar nicht. Nerads Stimme sah das Verlangen in mir und brannte mit seiner Arkan...
Arkan, liebevolle Fürsorge, die anspiegsamen, süßlichen Teile meines Selbst weg, die sich seiner Erleuchtung törichterweise widersetzten. So ekelhaft ich diese Kreatur auch finden mag, Fünftauge ist nicht der einzige, der im Zuge dieses Krieges unter Veränderungen zu leiden hatte. Wirklich nicht, du eingepanzertes Ungeheuer. Er mustert Beric interessiert von oben bis unten. Hast du schon mal daran gedacht, über Bord zu gehen und dich dem Chor anzuschließen? So stark wie du bist, könnten wir dich schon in deiner ersten Woche zum Chef einer verdienten Bande machen. Würde ich jemals über Bord gehen, würde ich nur auf dem Grund des Meeres sinken, wo mich du und dein Parasit von euch und niemals in die Finger bekämen. Ich weiß nicht, ob das Spott ist. Wenn ich sage, ich bin überzeugt, 5 Tage starte ich mit verschränkten Armen an und sage nichts. Wie wurdest du im Chor vereidigt? Im Gegensatz zu den meisten Rekruten hier habe ich nicht zuerst einen Knüppel gegen den Kopf bekommen, um die Weisheit des Archonten der Geheimnisse zu sehen. Ich bin mit Chor in seinen Anfangstagen mit Stolz beigetreten, verließ mein Zuhause in der Bastardstadt, um mich den herannahenden Chortruppen anzuschließen und der Rest ist Geschichte. Der Chor existierte aber schon vor dem Fall der Bastardstadt. Heutzutage folgt man dem Chor oder man stirbt. Wir, die unseren Weg freiwillig wählten und töteten, um unsere Position zu verteidigen, gehörten zur alten Garde. Der Chor hat ein kurzes Gedächtnis, auch wenn es 2 oder 3 Jahre gewesen sind. Was kannst du mir über die Himmelfahrtshalle sagen? Im Mittelpunkt von Vendrions Brunnen am Fuß des Turms des Berges. Er deutet nach Nordosten, wo die vertikale Linie des Turms sämtliche Berge am Horizont überragt. Befindet sich eine kleine Festung, deren Name der inneren Ratskammer dieser Zitadelle lautet Himmelfahrtshalle. Der Name. Bei der ersten Eroberung dieses Tals im Jahr 429 hatten wir eine Garnison zurückgelassen und die Zitadelle war ihre Operationsbasis. Als die Altbrecher ihren Aufstand begannen, wurde die Garnison bei der Himmelfahrtshalle besiegt. Es ergibt Sinn, dass Kyros Edikt von uns verlangt, diese Rebellion bis auf ihren Ausgangspunkt niederzubrennen. Was weißt du über die Kommandantin der Geschmähten? Eisenmarschall Erenios ist eine senile Bedenkenträgerin, genau wie der Archont des Krieges. Sie ist eine von wenigen Geschmähten, die vorsichtig und feig genug sind, um die Eisenäuglinge des Archonten anvertraut zu bekommen. Ihre primären Qualifikationen sind wohl, dass sie mit Ash verwandt ist. Die Legion hat es ganz schön mit dem Stammbaum, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du meinen Kommandanten weiter so beleidigst, werde ich dir deine Maske aus dem Gesicht schlagen. Nicht, dass ich gerne sehen würde, was sich dahinter verbirgt. Fünftauge, sind wir zur Zusammenarbeit hier oder um bei jeder Gelegenheit aufeinander loszugehen? Euer gegenseitiger Mangel an Respekt wird doch euer Untergang sein. Muss ich euch etwa beide disziplinieren? Nehmen wir das da. Du hast Zorn beim Scharlachroten Chor hinzugewonnen, du hast Loyalität bei Beric hinzugewonnen. Das hängt wohl von deinem Standpunkt als illustrierter Schicksalsbinder. Fünftauge verbeugt sich. Nicht alle von uns genießen das Privileg gesetzlicher Objektivität. Manche von uns müssen diese Kretins aushalten, wie sie ihren lächerlichen Krieg führen. Er nickt Beric zu. Genug, der Schicksalsbinder ist hier, weil uns diese Debatten viel zu lange die Hände gebunden haben. Du kannst über den Eisenmarschall sagen, was du willst, wenn wir uns nur bald trennen und die Belagerung beenden können. Ich spreche zwar nur ungern gut von ihr, aber ich kann nicht von der Hand weisen, dass sie eine hervorragende Schwertkämpferin ist. Außerdem scheinen sie die anderen Geschmähten ernst zu nehmen, obwohl sie diese massiv Knüppel hinten drin hat. Ja, so ein Stock im Hintern. Wer ist der stärkste Kämpfer in eurem Lager? Das bin ich natürlich, sagt Lyra. Naja, der Archont ist zweifellos der mächtigste im Lager. Totenglocke ist hier die meiste Ausbilderin und fast zäh genug, um selbst mich zu bezwingen. Sie ist ziemlich bissig. Sag ihr nicht, dass du das von mir hast. Aber was das Kämpfen und Führen angeht, kann man ihr vertrauen.
Obwohl es ihr Menschlichkeit mangelt, hat Lyra recht. Sie ist sogar schon länger bei den Wütern als Totenglocke. Zu schade, dass sie mit dieser Fähigkeit und Kraft ihre Schwester nicht retten konnte. Klingt so, als ob du meine Freundin hier beleidigen würdest. Erkenne ich deine versteckte Aufforderung zum Kampf in deiner Stimme? Keine Bescheidenheit, eine gute Eigenschaft für, eine Kämpferin. Was ist mit ihren Schwestern geschehen? Keine Bescheidenheit. Lyra hat schon ein bisschen Anstand, gerade genug, um einen weiter mutmaßen zu lassen. Ihr werdet bestimmt wie Papageienpärchen im Käfig miteinander auskommen, dass sich zum gegenseitigen Vergnügen was vorkrächzt.